Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns in der FDP-Bundestagsfraktion jetzt gleich in der Fraktionssitzung beschäftigen mit dem Sparpaket, was die Bundesregierung am Wochenende auf den Weg gebracht hat. Wir sind als Fraktion sehr froh darüber, dass es gelungen ist, tatsächlich ein Sparpaket auf den Weg zu bringen und dass eben nicht wieder der einfache Weg über Steuererhöhungen gegangen wird. Wir haben immer wieder deutlich gemacht als FDP, dass dieser Staat nicht etwa ein Einnahmenproblem hat, sondern ein Ausgabenproblem. Wir haben selbst in Zeiten der Krise nach wie vor mehr Einnahmen beim Staat. Und vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass jetzt ein solcher Sparhaushalt auch mit Blick auf zukünftige Generationen auf die Nachhaltigkeit auf den Weg gebracht wird. Das ist ein großer Erfolg, dass das gelungen ist. Wir werden bei diesem Haushalt jetzt in weitere Beratungen eintreten. Ich denke, es ist zunächst mal eine gute Grundlage für die Beratungen im Deutschen Bundestag. Es ist auch ausgewogen. Ich möchte ganz ausdrücklich deutlich machen, dass dieser Haushalt noch einmal unterstreicht den klaren Willen der Koalition, im Bereich von Bildung und Forschung mehr zu tun, Zukunftschancen in Deutschland zu eröffnen. Das zeigt auch dieser Haushalt, bei dem eben genau in diesem Bereich nicht gespart wird, sondern auch ein weiterer Aufwuchs geplant ist, so wie es auch in der Koalition vereinbart war. Dass aber darüber hinaus eben breit gespart wird, dass allerdings auch die Wirtschaft herangezogen wird zur Finanzierung. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass wir eine Gewinnabschöpfung bei einer eventuellen Verlängerung von Laufzeiten der Kernkraftwerken durchführen werden, dass hier auch die Finanzmarktbesteuerung mit aufgenommen ist, wo wir ja deutlich gemacht haben, dass wir der Meinung sind, dass diejenigen, die zulasten von Steuerzahlern spekuliert haben, auch an den Kosten der Krise beteiligt werden sollen. Das alles findet sich in diesem Entwurf wieder, auch mit Blick auf die nächsten Jahre. Und ich denke, das ist eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen. Ich sage allerdings auch an dieser Stelle ganz klar, aus Sicht der FDP-Bundestagsfraktion, wir sind jetzt am Anfang. Das sind die Eckpunkte zum Haushalt. Und wir werden jetzt einen langen Prozess haben, auch im Parlament. Und da wird es mit Sicherheit auch weitere Vorstellungen und Ideen der Fraktionen geben, die in diesem Prozess eingebracht werden, so wie in jedem Haushaltsprozess. Schließlich und endlich ist das Haushaltsrecht das Königsrecht des Parlaments. Und das werden wir auch sehr intensiv weiter wahrnehmen. Ich möchte abschließend eine Bemerkung machen zu einer Diskussion, die jetzt im Rahmen des Haushalts eine neue Dimension bekommen hat. Hier geht es nämlich um die Frage des Etats des Bundesministers der Verteidigung und der Frage der Einsparanstrengungen an dieser Stelle. Die CDU/CSU ist aufgefordert, ihre Position zu klären, und wir sind natürlich jederzeit sofort bereit, den jetzt eingebrachten Gesetzentwurf zur Verkürzung der Wehrdienstzeit auf 6 Monate auch zu verändern in eine Aussetzung der Wehrpflicht. Das ist seit langem unsere Position, und zwar nicht aus haushalterischen Gründen, sondern deshalb, weil wir der Auffassung sind, dass die Bundeswehr eine ganz andere Aufgabe in den letzten Jahren übernommen hat. Sie ist eine Armee im Einsatz. Das kann man nicht mit Wehrpflichtigen machen. Und zum Zweiten ist die Wehrgerechtigkeit längst nicht mehr gegeben, wenn wir heute gerade mal noch unter 17% der zur Verfügung stehenden jungen Männer haben, die überhaupt Wehrdienst leisten. 60% eines Jahrgangs weder Wehr- noch Zivildienst leisten, hat das mit Wehrgerechtigkeit nichts mehr zu tun. Und wenn jetzt hier eine neue Dynamik in die Diskussion kommt, dann begrüßen wir das als FDP sehr. Vielen Dank. Wir begrüßen immer, wenn jemand auf unsere Position sich begibt und damit deutlich macht, dass die FDP in den letzten Jahren offensichtlich nicht falsch gelegen hat mit ihrer Position. Wenn wir darüber hinaus es schaffen könnten, tatsächlich in dieser Koalition hier eine Veränderung zuwege zu bringen, die nicht nur eine Verkürzung der Wehrdienstdauer beinhaltet, wie sie jetzt vorgesehen ist, sondern darüber hinaus eine Aussetzung der Wehrpflicht, dann wäre das, wie ich finde, ein wegweisender Schritt. Und dann wäre das eine gute Initiative, die der Bundesverteidigungsminister hier gemacht hat.
gemacht hat. Sparpaket. Peter Altmaier hat heute Morgen ausdrücklich offen gelassen, ob bei den Änderungen und die Änderungen des Bundestags nicht auch höhere Einkommensteuer oder Änderungen bei der Mehrwertsteuer bedeuten könnten. Mit der FDP geht das? Ich weiß, dass Herr Altmaier das so nicht gesagt hat, ist ganz ausdrücklich uns auch mitgeteilt worden. Und insofern sehe ich nicht, dass wir hier irgendeine Art von Diskussion oder Dissens innerhalb der Koalition hätten. Es ist ein gemeinsames Paket. Wir haben uns genau auf dieses Paket innerhalb der Regierung verständigt, werden jetzt im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens auch die Positionen der Koalitionsfraktionen hier intensiv einbringen und am Ende ein gutes gemeinsames Ergebnis haben, das vor allen Dingen eins zeigt, dass diese Koalition die Stärke hat zu handeln, dass wir einen Haushalt vorlegen, der eben nicht wieder finanziert wird mit noch mehr neuen Steuern, mit zusätzlicher Belastung für die Bürgerinnen und Bürger, sondern durch Sparanstrengungen ausgeglichen werden soll. Und das ist vor allen Dingen eine gute Botschaft für die junge Generation in diesem Land. Es gibt keinerlei Festlegung von Landesverbänden der FDP. Es ist richtig, dass Herr Gauck ein respektabler Kandidat ist. Das hat ja auch, haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der FDP in den letzten Tagen völlig zu Recht deutlich gemacht. Allerdings haben wir uns verständigt auf einen gemeinsamen Kandidaten von Union und FDP, das ist Herr Wulff, und Herr Wulff wird die Unterstützung der FDP auch bei der Wahl zum Bundespräsidenten erhalten. Wie würden Sie denn die Situation der Koalition jetzt nach den Beschlüssen des Kabinetts sehen? Ist das die Chance für einen Neuanfang? Es ist auf jeden Fall eine klare Botschaft, dass diese Koalition handlungsfähig ist und im Sinne dieses Landes und der zukünftigen Generationen einen Haushalt auf den Weg bringt, in dem erstens gespart wird und zweitens klare Schwerpunkte im Bereich Bildung und Forschung damit also bei der Zukunftsfähigkeit gesetzt werden. Ist es denn auch, sagen wir mal, eine Verbesserung der Atmosphäre, die vielleicht jetzt eintreten könnte? Ich denke, dass es jetzt innerhalb der, bei den Verhandlungen im Kabinett ja auch starke Bemühungen gegeben hat, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Und es ist jetzt das gemeinsame Bestreben, das auch umzusetzen im Deutschen Bundestag, weil wir der Auffassung sind, dass die Vorlage der Bundesregierung eine gute Vorlage ist für das parlamentarische Verfahren. Und ich glaube auch, dass diese Anstrengung, den Haushalt ins Lot zu bringen, dieses Land zukunftsfähig zu machen, diese Koalition auch weiter zusammenschweißt. Vielen Dank. Dankeschön.